So, jetzt? Ja, besser so. Perfekt. Sehr schön. Haare schneiden, föhnen und kämmen. Das gehört für Aziza zum Alltag. Die 20-Jährige ist momentan in ihrem dritten Lehrjahr. Einen Ausbildungsplatz zu finden, fiel ihr leicht. Ich habe viele Werbung gemacht. Dann kommt erstmal dann mein Friseur Schalk hier. Habe ich dann Werbung gemacht. Dann sofort habe ich auch Nachricht bekommen. Und dann hat mich gesagt, okay, dann kommst du vorbei. Und dann bin ich vorbeigekommen und dann hat der Herr Werner Schalk auch gesagt, kannst du bitte sofort auch anfangen? Und dann hat mich sehr gefreut. Sie ist eine von 9 Auszubildenden bei Friseurmeister Werner Schalk. Der knapp 80-Jährige ist seit 1996 in der Branche selbstständig. Er würde aktuell noch genügend Auszubildende finden. Bei der Suche nach erfahrenen Fachkräften sehe die Lage aber schon anders aus, auch in der Branche. Fachkräftemangel ist ein Problem. Das hat mit der Branche was zu tun. Es wird zu schlecht ausgebildet. Dafür kann ich allein aber nichts. Azubis bekommen wir jede Menge. Friseurinnen schwieriger. Da gibt es nicht viele im Markt. Die ganz guten machen es.